Es ist ein Prachtstück der russischen Marine im Hafen von Sewastopol. Moskwa, das Flaggschiff der Schwarzmeerflotte, seit Jahren hier stationiert. Es nähert sich seinem kleineren Bruder, dem Schiff Slavutich, ebenfalls ein Flaggschiff, aber der ukrainischen Flotte. Seit Tagen schon harren hier ukrainische Marinesoldaten aus, wollen ihr Slavutich nicht verlassen. Zur Strafe werden sie von den Russen blockiert, niemand weiß, wie lange. Auch er nicht. Sergei, 20 Jahre alt, Angehöriger der ukrainischen Schwarzmeerflotte, Berufsmatrose. Ihn treffen wir zu Hause am Stadtrand von Sewastopol. Sergei war nicht auf seinem Schiff, als die Macht auf der Krim wechselte und die ukrainischen Soldaten zu Geiseln pro-russischer Milizen wurden. Sergei war in einer Kaserne bei Sewastopol. Als Berufssoldat darf er ab und zu kurz nach Hause, wie jetzt. Man versucht uns jetzt dazu zu bringen, die Seiten zu wechseln. Die Russen versprechen goldene Berge, viel Geld. Aber niemand weiß, wie das alles noch endet. Wird das einen Krieg geben oder nicht? Wir haben schon ein bisschen Angst, aber wir halten zusammen, solange, bis uns die Regierung in Kiew einen klaren Plan bietet. Sewastopol war schon vor dem Referendum fest in russischer Hand. Mit einem Sonderstatus innerhalb der autonomen Republik Krim. Überall hängen noch Plakate, die von vermeintlichem Faschismus der neuen Regierung in Kiew warnen und als Rettung davon für den Anschluss an Russland werben. Wir besuchen eine Marinekaserne im Süden der Stadt. Noch weht hier die ukrainische Fahne. Noch halten ukrainische Soldaten die Wache, 270 Mann. In Erwartung eines klaren Befehls aus Kiew. Der aber kommt nicht. Der 18-jährige Rekrut Pavel erzählt uns, dass er sich nichts mehr wünsche, als endlich nach Hause zu gehen. Er habe gehört, dass es im fernen Kiew Evakuierungspläne gebe. Was das aber für ihn und seine Kameraden konkret bedeute, wisse er noch nicht. 20 Meter vor seiner Kaserne stehen russische Soldaten. Noch fallen hier keine Schüsse. Berufsmatrose Sergei muss gleich zurück in die Kaserne. Aber er hat schon die Koffer gepackt, um ins Mutterland zu gehen, in die Zentralukraine, wo er herkommt. Ich warte nur noch auf das Kommando von oben. Sobald es einen Befehl gibt, gehe ich sofort woanders, unsere Heimat Ukraine verteidigen. Das Schicksal ukrainischer Soldaten auf der Krim hängt nicht nur von den russischen Invasionsplänen ab, sondern auch von der Handlungsfähigkeit der ukrainischen Regierung in Kiew. Die aber scheint im Moment in einer Schockstarre zu sein. Dabei kostet jeder Tag des Wartens noch mehr Unsicherheit und Angst um die Zukunft.